Hallo und herzlich willkommen auf dem PLW Review Kanal. Heute erklären wir euch mal ein bisschen die Unterschiede der beiden, sagen wir mal, größten Kontrahenten an der Westfront. Das ist zum einen die französische Armee und zum anderen die kaiserlich-deutsche Armee. Hierbei geht es dann überwiegend um Uniformierung und Ausrüstung und dann noch ein paar kleinere Details mit am Rand. Wir fangen mit den Kopfbedeckungen an. Wir befinden uns ungefähr im Zeitraum 1916. Die Fronten sind erstarrt, es ist ein Stellungskrieg ausgebrochen. Beide Armeen haben zu dem Zeitpunkt schon eine Neuuniformierung hinter sich und da gehen wir jetzt ein bisschen mit drauf ein und beginnen dann mit der Kopfbedeckung. Auf deutscher Seite wurde der M16 Stahlhelm eingeführt, der durch ein Kaltziehverfahren hergestellt wurde und dementsprechend verhältnismäßig leicht zu produzieren war. Wohingegen der französische Helm, das Modell Adrian, der auch 1915 schon eingeführt wurde, also beziehungsweise entwickelt wurde, dann aus deutlich mehr Teilen bestand und einen ziemlich höheren Herstellungskostenaufwand hatte. Als Oberbekleidung war bei den Deutschen zu dem Zeitpunkt schon die Einheitsbluse Modell 15 eingeführt worden, die dann quasi alle Unterschiede zwischen den Waffengattungen negierte. Bei den Franzosen unterschieden sich die Waffengattungen eher durch die Farben der Aufnäher auf dem Kragen, was auch gleich schon das nächste relativ große Unterschiedsmerkmal ist. Die Deutschen haben ihre Regimentszugehörigkeit durch Schulterklappen symbolisiert und die Franzosen hatten das auch schon zu Beginn des Krieges mit ihren veralteten Uniformen noch mit Kragenplatten. Schulterklappen hatten Franzosen auch, die dienten aber dann in dem Falle eher dazu, dass das Gewehr beim Tragen, beim Riemen nicht von der Schulter rutscht. Dafür sind diese Tonnen da. Die Hose bei den Deutschen hob sich ein bisschen farblich von dem Farbton der feldgrauen Bluse ab. Die war steingrau. Bei den Franzosen hat man sich halt einfach für ein einheitliches Farbbild entschieden. Bei den Deutschen sieht man zum Beispiel auch noch die rote Paspellierung. Die wäre bei den Franzosen hier gelb gewesen. Die haben auch eine gelbe Paspellierung eingeführt zu dem Zeitraum. Die habe ich jetzt an dieser Hose nicht. Ändern wir noch, aber zu dem Zeitpunkt sei gesagt, im Endeffekt gehört hier noch eine gelbe Paspellierung ran. Gehen wir einfach mal zum Schuhwerk. Da sehen wir schon, dass bei den Franzosen Schnürschuhe mit Wickelgamaschen eigentlich schon immer Standard waren. Da im Frühkrieg bei den Franzosen, zu dem Zeitpunkt haben sie noch rote Hosen und dunkelblaue Mäntel getragen, auch schon Schnürschuhe mit Ledergamaschen Standard waren, hatte man das Konzept einfach übernommen und hat dann Leder eingespart und ist auf Wickelgamaschen umgestiegen. Bei den Deutschen war der Marschstiefel noch bis Ende des Krieges sehr gängig, auch wenn von den Soldaten dann dieselbe Trageweise Schnürschuhe mit Wickelgamaschen bevorzugt wurde. Wir hatten die M15-Bluse schon angesprochen. Ich trage in der französischen Uniform quasi schon den M15-Mantel. Der hieß tatsächlich auch so, weil er auch zum gleichen Zeitpunkt eingeführt wurde. Bei den Franzosen muss man dazu sagen, der Mantel war die Standardbekleidung. Also sie hatten zwar eine Feldbluse, die sie darunter getragen haben oder einen Arbeitsdienst trugen, aber laut Vorschrift war der Mantel immer das Standard-Oberbekleidungsstück für die Franzosen. Man kann sich jetzt natürlich vorstellen, dass das bei all den Stacheldrahtverhauen und anderen Hindernissen nicht immer die beste Lösung war. Ist auch im Sommer nicht unbedingt die erste Wahl, wenn ich es mir aussuchen könnte. Aber war damals halt so, war Vorschrift. Dann, was aber bei den Franzosen deutlich besser gelöst ist, meiner Meinung nach, als bei den Deutschen. Die Deutschen tragen den Leibriemen ohne Koppel-Tragegestell. Man hat sich dann viel behilfsmäßig mit dem Brotbeutelriemen beholfen oder später bei Sturmtruppen, als man da festgestellt hatte, wie schlecht der Koppel im Endeffekt durch die eingenähten Koppelhaken in der Bluse hält, hatte man dann noch Koppeltragehilfen, die für die Kavallerie vorgesehen haben, auch bestimmten Einheiten im deutschen kaiserlichen Heer zur Verfügung gestellt. Bei den Franzosen war das anders. Die hatten auch schon im Deutsch-Französischen Krieg 1870 bis 1871 dieses Koppeltragegestell. Das war am Anfang bei der alten Uniform noch schwarz und wurde dann hier später einfach in Naturfarbe ausgegeben. Des Weiteren sieht man zum Beispiel bei dem deutschen Soldaten auf der Rückseite, wie gesagt, wir befinden uns im Jahre 1916, Gasschutz wurde immer wichtiger und er trägt hier auch schon die Rahmenmaske in der dazugehörigen Gasmasken-Stofftragetasche Modell 16, ein Brotbeutel in schiffgrüner Färbung und eine Feldflasche mit Sparstoffbezug. Und auf der anderen Seite natürlich der Infanteriespaten und das Seitengewehr. Und das unterscheidet sich zu einem gewissen Grad doch deutlich von den Franzosen. Und ich erkläre euch auch gleich warum. An meiner Uniform seht ihr zum Beispiel schon, dass standardmäßig ausgegeben waren für jeden Soldaten vorgesehen ein Brotbeutel und eine Feldflasche. Aber viele Soldaten haben sich mehr als eine Feldflasche mitgenommen. Das ist eine Feldflasche, die fast 2 Liter fasst. Im Gegensatz zu der deutschen Feldflasche, in die 700 Milliliter passen, ist das schon ein deutlicher Unterschied. Das sind Feldflaschen, die ursprünglich vorgesehen waren für die Kolonialtruppen in Afrika, der französischen Kolonien, wurden dann aber für den Ersten Weltkrieg dann quasi auch in Europa benutzt. Der Grund, warum ich 2 davon trage, ist der, dass die Franzosen meist eine Feldflasche für Wasser und eine für den billigsten Brandwein hat, den ihr euch so vorstellen könnt, weil man von der französischen Heeresleitung davon ausging, dass man die Moral der Soldaten heben kann, indem man den Zufuhr von Alkohol einfach nicht unterbricht. Also man könnte quasi sagen, die haben zu 90% ihrer Zeit dort betrunken gekämpft, was nachvollziehbar ist, wenn man sich die Situation zu der Zeit ein bisschen vergegenwärtigt. Dann dasselbe trifft ja auch auf den Brotbeutel zu. Ich habe jetzt einen Brotbeutel dabei, auch 2 waren nicht untypisch, da die Verpflegung der französischen Soldaten sehr horrend war. Also nur mal so ein kleines Beispiel. Es gab zum Beispiel pro Tag für jeden Soldaten ungefähr 120 Gramm Reis. Und 120 Gramm Reis, das ist schon ein solides Mittagessen, wenn man den kocht. Und zum Beispiel auch 40 Gramm, 35 bis 40 Gramm Tabak pro Tag. Also wer von euch Raucher ist und selber Zigaretten dreht, also ich brauche für 40 Gramm Tabak so 1,5 Wochen, bis ich den aufgeraucht habe. Und das haben die jeden Tag bekommen. War natürlich auch ein begehrtes Tauschmaterial hinter der Front bei den Zivilisten. Die waren natürlich nicht ganz so gut verpflegt. Und da konnte man dann hier und da schon mal noch ein paar Tauschgeschäfte abschließen. Zu den Patronentaschen muss man jetzt auch sagen, die französischen Patronentaschen, davon hatte jeder Soldat 3, weil in diese Patronentaschen das Koppeltragegestell eingehakt war. Sprich, man hat 2 Patronentaschen vorn und eine Patronentasche hinten. Bei den deutschen Soldaten war das halt eben die, wie man sie kennt, die Infanterie-Patronentaschen, 2 Stück. An der Vorderseite. Wir hatten jetzt auch schon einmal die Gasmaske angesprochen auf Seiten der deutschen Armee. Die Franzosen waren natürlich gezwungen, da nachzuziehen oder auch den Schutz der Soldaten gegen Gasangriffe in Betracht zu ziehen. Und da hatte man dann damals als ersten vollwertigen Gesichtsschutz diese Gasmaske eingeführt, die dann am Stoffbeutel mitgeführt wurde. Man hatte ganz am Anfang gegen bestimmte Chlorgase, also Chlorgas ist ein Reizgas, es brennt ganz fürchterlich in den Atemwegen und in den Augen, es ist sehr reizend. Das kann man zum Beispiel mit Harnstoff neutralisieren und da sind dann die Leute auf die Idee gekommen, in Stofflappen zu pinkeln, da man ja im Urin relativ viel Harnstoff hat und sich das dann vors Gesicht zu halten. Das waren so die ersten sehr verzweifelten Versuche, sich gegen solche Reizgase zu erwehren. Und um dem entgegenzuwirken, hat man dann dementsprechend auch Atemschutzmasken eingeführt. Das waren dann relativ einfache Stoffmasken, die dementsprechend imprägniert waren. Und hatten dann unten so einen Zellophanfilter. Zellophan ist ein relativ früher Kunststoff, durch den das gefiltert wurde, aber war natürlich bei weitem nicht auf dem Stand, auf dem zum Beispiel jetzt die Rahmenmaske oder die Ledermaske Modell 17 war. Nun kann man sich natürlich vorstellen, dass die Franzosen auch Landgewinne machen wollten und haben dementsprechend sehr viele Sturmangriffe gemacht, bei denen die auch viele deutsche Gefangene gemacht haben. Nicht nur Gefangene, man hat natürlich auch Verluste verursacht auf deutscher Seite. Und da wurde unter anderem auch die Rahmenmaske gefunden. Also die Rahmenmaske ist quasi die Vorgänger-Gasmaske von der Ledermaske 17. Und die hat man dann auf französischer Seite kopiert. Auch den Kanister. Also man kann so ab 1917, 1918 eine französische Darstellung auch machen mit einem Blechkanister mit der Gasmaske drin. Sollte ich so eine irgendwann mal in die Hand kriegen, werde ich sie euch natürlich sofort zeigen. Was gibt es noch so im Großen und Ganzen zu sagen? Die Kriegsführung der beiden Armeen unterschied sich schon in einigen Punkten. Es war zum Beispiel auch so, dass der französische Soldat, wenn er einen Sturmangriff gestartet hat oder eine französische Einheit einen Sturmangriff geführt hat, war es für die verpflichtend, ihr komplettes Marschgepäck, also den Tornister mit dem großen Essgeschirr, das wurde alles mitgenommen, weil man ja sich auf den Erfolg eingestellt hat. Und wenn man einen feindlichen Schützengraben erobert hat, dann war die Überlegung dahinter, dass die Soldaten nicht zurückkehren müssen, um ihre Materialien nachzuholen, sondern die hatten immer alles am Mann, sodass, wenn sie den Graben eingenommen haben, den einfach direkt besetzen können. Auch noch eine Sache, die ich mal gelesen habe, die ich sehr drastisch finde. Ich weiß nicht, ob es eine urbane Legende ist, ich werde es aber trotzdem mal erwähnen. Ich habe auch mal gelesen, dass es für französische Soldaten zum Beispiel verboten war, private Decken zu besitzen. Das hatte einfach was damit zu tun, dass die Offiziere Angst hatten, dass die Soldaten eher ihren Privatbesitz verteidigen oder darauf Wert legen, den immer mitzunehmen, als zum Beispiel Dinge, die von der Armee ausgegeben wurden, für die sie nichts bezahlt haben. Das heißt, drohte ein französischer Graben überrannt zu werden, konnte man den Rückzug anordern und man hat alles stehen und liegen lassen. Und man hatte da halt Bedenken, dass die Soldaten zurückkehren, um ihre Privatsachen zu holen oder sich mit ihren Privatsachen im Rückzug zu belasten. Ob das stimmt, kann ich nicht so ganz genau sagen. Ich fand die Geschichte aber sehr faszinierend und sehr drastisch und ich werde da mal nachforschen, ob da was dran ist. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Deutsche Soldaten waren da hingegen, wenn sie einen Sturmangriff auf andere Schützengräben gestartet haben, ein bisschen befreiter von solchen Sachen. Da war meistens Minimalausrüstung befohlen und man hatte dann quasi, um sich des Tornisters zu entledigen, Sturmgepäck eingeführt. Da wurde dann quasi nur die Mantelrolle geschnürt mit der Zeltbahn und dem Kochgeschirr und dass dann die notwendigsten Sachen zur Ernährung, also die Assenration, verstaut waren und dann wurde er mit sowas angegriffen. Was natürlich in vielen Punkten praktisch war, mit so einem riesen Tornister verfängt man sich im Stacheldraht noch viel besser, als man es ohnehin schon tut. Und daher ist dann die Überlegung, ohne Tornister anzugreifen, absolut nachvollziehbar. Ist das so ein nachvollziehbares, verständliches Video? Oder? Super, ja. Dann zeigen wir euch einfach nochmal die Unterschiede zwischen den Seitengewehren, weil die waren sehr unangenehm zu jener Zeit. Bei den Franzosen sah das in etwa so aus. Das ist jetzt das Seitengewehr für das Lebelgewehr, ist aber auch auf das Berthier-Gewehr aufpflanzbar. Und man muss hier dazu sagen, dass das deutsche Seitengewehr noch irgendeinen anderen Verwendungszweck hatte. Also man konnte damit auch schneiden, man konnte damit irgendwas hacken, man konnte sich damit ein Brot schmieren. Es hatte einfach noch einen Mehrwert außer töten. Das französische Bajonett ist wirklich zu nichts nutze, außer am Menschen einfach unsägliche Verletzungen hervorzurufen. Also daher, das hat überhaupt keinen Mehrwert. Es war auch bei den Franzosen nicht sehr beliebt. Es gab später noch ein Seitengewehr für das Berthier. Das war dem, also ich weiß nicht, ob es nachempfunden war, aber es sieht dem deutschen Seitengewehr sehr ähnlich. Das hatte einfach einen anderen Mehrwert. Kommen wir noch mal kurz zu den Waffen. Ich als französischer Soldat bin hier noch mit dem Berthier bewaffnet. Und zwar ist das das Modell 1907 mit der Modifikation 1915. Das ist auch eine Waffe, die für die französischen Kolonialtruppen vorgesehen war, wurde dann aber in sehr hoher Stückzahl an die Truppen an der Westfront ausgegeben, später noch modifiziert. Ich habe jetzt die Version, die 3 Schuss fasst und später gab es dann hier unten quasi noch einen Anbau, sodass diese Waffe auch 5 Schuss fassen konnte im Kaliber 8 mm Lebel. Auf der deutschen Seite haben wir das Gewehr 98. Dieses fasste dann auch 5 Schuss im Kaliber 8x57 IS. Wofür steht IS? Das heißt einfach Infanterie Spitz, weil man muss dazu sagen, es ist ein bisschen zynisch, aber das ist tatsächlich die Definition davon. Diese Geschosse sollten ja den Soldaten der anderen Kriegsteilnehmer nicht töten, sondern nur aufhalten. Daher waren das Vollmantelgeschosse, die sich nicht auftrödeln im Körper, sondern einfach nur quasi durchfliegen. Also dass einfach Durchschüsse sind, deswegen hat man die Infanterie Spitz genannt. Nochmal kurz zu den Seitengewehren. Wie ihr seht, ist das Seitengewehr am Berthier bedeutend länger als das vom Gewehr 98. Und man muss hier dazu sagen, dass die Verwundungen, die damit zugefügt wurden, natürlich unglaublich fürchterlich waren. Gerade das von dem Nadelbajonett hier, das hat eine Kreuzklinge. Und das führt halt eben zu Wunden, die sich unglaublich schlecht behandeln und quasi auch zu der damaligen Zeit fast nicht nähen lassen. Also das sind wirklich, ja, richtig blöde Scheiße. Dann stecke ich das mal kurz weg. Ich hoffe, euch hat auch diese Gegenüberstellung in diesem Video gefallen. Wenn ihr mehr solche Gegenüberstellungen von unterschiedlichen Kriegsteilnehmern haben wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da und dann wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag.